So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Need for Speed Hot Pursuit Remastered. Und wir legen Leute los mit dem ersten Teil. Und zwar auf Cowell Bay. Los geht's. Ja, es ist eine Vorschau auf eine 911 GT2 RS. Die Ingenieure von Porsche kannten ihr Ziel genau. Der neue 911 GT2 RS sollte der leistungsstärkste Porsche für die Straße werden. Ziel erreicht. Der wassergekühlte 6-Zylinder-Biturbo-Boxermotor mit 4-Ventil-Technologie, variabler Turbinengeometrie und VarioCam Plus gibt seine Leistung ausschließlich an die Hinterachse ab. Aus seinen 3,6 Litern Hubraum schöpft er enorme 620 PS bei einer Drehzahl von 6600 Umdrehungen pro Minute und ein Drehmoment von 700 Newtonmetern, das zwischen 2250 und 5500 Umdrehungen pro Minute anliegt. In Verbindung mit der Gewichtsreduzierung um 70 Kilogramm im Vergleich zum GT2, die durch intelligente Verwendung von Carbon, Aluminium, Polycarbonat und eines Einmassenschwungrads erzielt wurde, ergibt sich ein Leistungsgewicht von 2,21 Kilogramm pro PS, das in dieser Klasse ungeschlagen ist. Wo immer möglich wurden Carbonelemente verbaut, beispielsweise in der Frontspoilerlippe und dem Heckflügel. Sogar Schmutzfänge aus Carbon sind wahlweise erhältlich. Diese Teile sparen nicht nur Gewicht, sondern sorgen mit ihrem mattschwarzen Finish außerdem dafür, dass der 911 GT2 RS leicht vom 911 GT2 unterschieden werden kann. Ja, und das schauen wir mal und dann an. So. Are we inspired? Heißt das nächste Rennen. Und wir haben 2:37 Zeit für 6000 Kopfgeld. Also, scheinbar sollen wir das Auto heute wieder ans Ziel bringen und das versuchen wir es auch. So, machen wir das doch mal, ey. Komm mal, 7 Kilometer, die uns jetzt vorstellen. Das wollte ich nicht erlauben. Kommt sie wahrscheinlich.
morgens hin, oder? Na gut. Einen Rennen machen wir noch. Gut, Kurve habe ich deaktiviert, bewusst. Naja, wir fahren noch einen Vorschau. Komm. Unlimited Driving Pleasure. Das heißt es. Nächste und letzte Rennen, was wir uns für heute angucken. Und wir fahren mit dem Porsche Carrera GT. Also der zweite Porsche, den wir nach Hause bringen müssen. Das sind 11 Kilometer, die uns ins Haus finden. Na gut, gucken wir mal. Die Abkürzung nehmen können. Vielleicht haben wir uns ein paar Sekunden gespart. Ja, leider kein nur neues Auto. Und es ist der 911 Turbo S Cabrio. Naja. Gut, das war das gute Stück. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder dann bei den Cops. Und das heißt, wieder mal ein bisschen Interceptor fahren. Ich denke mal, dass wir die zwei Events noch machen in der nächsten Folge. Naja, wir sehen uns auf jeden Fall wieder. Bis dahin. Und tschüss.